Hallöchen, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Soulstorm. Dawn of War mit dem Battle Brothers Chaos auf meiner Seite. Bei dir? Das ist aber eine überraschende Allianz. Ich bin mit Space Marines da. Oh, das ist eigentlich untypisch. Wir spielen auf Eisfluss gegen zwei unbekannte Gegner. Der eine scheint aber... passieren, damit sich die Space Marines mit dem Chaos verbünden irgendwie. Ja, das stimmt. Der StarCraft Maxi scheint aber irgendwie auf der gegnerischen Franchise-Seite irgendwie sich eher zu bewegen. Da muss man schon Eier besitzen, um sich in Dawn of War StarCraft Maxi zu nennen. Ich meine, so richtig, richtig verbrüdert sind die beiden Franchises ja nicht. Nee, aus gutem Grund, ne? Aber ich glaube, ich baue nur einen Scout-Trupp und dann halt. Habe ich nicht letztes Mal auch mit Chaos gespielt? Ja, hast du. Ja, ne? Du hast ein Spiel mit Chaos gespielt, das ist richtig. Du hast ein Spiel mit Chaos gespielt und was hatte ich da gespielt? Da hatte ich Orks gespielt. Aber ich weiß nicht, ob wir das hochgeladen haben, ehrlich gesagt. Ach, jetzt übrigens zu dem, was du vorhin gesagt hast, das ist falsch. In dem Spiel, wo du Tau gespielt hast, habe ich Necrons gespielt. Ja, das ist richtig. Ja, egal, jetzt sind wir auf jeden Fall mit Chaos Marines und normalen Marines am Start. Eigentlich eine ziemlich lustige Kombination. Mal sehen, was unsere Gegner so haben. Eisfluss ist eine relativ kompakte Karte. Die sollten auch einige von euch kennen. Also alle, die unsere Dawn of War Videos kennen, sollten die kennen. Würde mich auch mal generell interessieren, wenn ihr das jetzt seht, schreibt doch einfach mal einen Kommentar. Seid ihr jetzt schon seit langem dabei und freut euch, dass mal wieder Soulstorm kommt? Oder seid ihr vielleicht Leute, die sonst andere Videos von uns gucken und sozusagen jetzt mal die Alternative irgendwie hier sehen, was wir sonst noch so möglicherweise für Projekte haben oder hatten? Würde mich auf jeden Fall interessieren, aus welcher Seite sozusagen ihr kommt. Kommt ihr eher so von der Age of Empires Seite, weil darüber haben wir jetzt relativ viele Follower in den letzten Monaten bekommen. Oder halt eher richtige Warhammer-Fans irgendwie, die jetzt schon lange dabei sind sozusagen. Ja, lasst mal einen Kommentar da. Und ein Abo und ein Like und favorisiert unsere Videos und teilt die und... Das hast du jetzt gesagt. Auf Eisfluss ist es so ein bisschen frickelig, finde ich, weil man muss hier eigentlich ziemlich gut aufpassen. Ich meine, ich bin jetzt schon am Agen natürlich für einen Cornrush, aber es ist halt ein bisschen gefährlich, sage ich mal, hier zu agen, weil wenn man Pech hat... Okay, wird man total über den Haufen gerannt, ja, das ist Punkt schon richtig. Hier oben wird noch nicht eingenommen bei mir, das ist schon mal gar nicht so schlecht, denke ich. Ne, wir haben ja eventuell Necrons als Gegner. Das Ding ist, ich bin gerade auch am Agen. Meine Überlegung war eigentlich, dass ich ganz gerne auf Landspeeder gehen wollte, aber mit deinem Cornrush zusammen scheint mir das gar keine schlechte Idee zu sein. Auf jeden Fall, nee, mach mal. Dann hätten wir halt unter Umständen auch ein bisschen was gegen Fahrzeuge, da muss ich halt mal von Cybot sparen, aber dann wäre das halt auch eine Option. Scheiße, mir ist mein Ketzer krepiert. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der kein volles Leben hat. Das ist natürlich nicht so geil. Wie kannst du nur? So, aber also der Heuchposten ist fertig geworden, das ist alles, was zählt. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Tau, die haben auch schon Krieger gebaut. Oh. Zwei Trübschen. So, unheiliges Opferaltar kommt. Und ja, dann mein Tag ist jetzt auch durch. Maschinenkult kommt in 2 Sekunden auch. Um genau zu sein, jetzt kommt der. Ich versuche auf jeden Fall auch hier vorne den Heuchposten drauf zu bekommen. Das ja, das klingt dann am ausgezeichneten geil. Plan. Ja, ich schraube, wie gesagt, gerade an dem... Maschinenkult rum und dann... Du hast den Punkt vorne nicht bekommen, ne? Ne, actually, yep. Okay. Gut. Ich glaube, das war bezogen auf den Wrong-Franchise-Kommentar. Das wäre aber ein bisschen verspätet gekommen. Ah, schon wieder fast den Ketzer umgebracht. So, erster Trupp Korn kommt. Ich guck mal, ob die Reliquie eingenommen ist. Einfach mal gucken gehen. Klingt nach einem Plan. Erster Landspeeder ist im Baum. Aber bei mir steht der Handelsposten. Der Außenposten steht sicher. Und die Stellung hier vorne ist nicht da eingenommen. Da sind Imperiale. Oh wow. Die kommen da auch gerade und wollen schnuppern kommen. Einmal Schnupperpraktikum machen. Zweiter Landspeeder ist auch im Baum. Okay, ja, die können ja gerne schnuppern kommen, dann kriegen die halt gleich richtig auf die Schnauze, wenn dein Turm da fertig ist. Einmal Kettenaxt in die Fresse, dann passt das. So. Mein Turm ist jetzt gleich fertig und dann versuche ich die so ein bisschen zu flanken. Soll ich warten, bis der zweite Lens wieder da ist oder mit dem ersten schon mal reingehen? Was meinst du? Ich flank die jetzt so ein bisschen. Geh ruhig nach vorne. Okay, da vorne kommt auf jeden Fall eine Chimäre. Ach, ja, gut, dann ist der halt auch schon durch, ne? Ja, klar.
Bisher kommen da auch nur Feuerkrieger. Die Chimäre bringt ihm halt nichts, ne? Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Also die macht ja kaum Schaden. Ja, aber die macht halt seine Leute sehr mobil. Wenn du mit den Granatwerfern spielst, dann kannst du mit den Chimären halt schon echt Party machen gehen. Tut er aber nicht. Der kriegt stattdessen einfach nur auf die Schnauze von mir. Seine Chimäre stirbt da jetzt. Die hat zwei Marines umgebracht, glaube ich. So. Ja gut, dann war das vielleicht im Zweifelsfall doch nicht so wert. So, und ich habe jetzt den Punkt in der Mitte auch. Bau da jetzt einen Horchposten drauf, da kommt schon die nächste Chimäre. Ich werde dann jetzt aber gucken, dass ich mal stattdessen noch einen Trupp Horrors aufs Feld bekomme. Ja, ich bin hier gerade dabei, die ganzen Tau hier zusammenzuschießen. Ich habe jetzt zwei Trupps Feuerkrieger erwischt und stehe jetzt bei dem in der Basis. Also ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, da irgendwie Horchposten abzureißen. Das dauert mit den Dingern ja eh ewig, sondern ich gucke, dass ich jetzt hier handels... Da unten sind mehr, da hinten waren gerade mehr noch Feuerkrieger. Ja, sollen die mal, ich reiß jetzt erstmal die Baueinheiten ab und dann... Ja, du kriegst halt von den Türmen da gerade schon ganz gut Schaden gedrückt, ne? Also... Deswegen stelle ich mich jetzt auch hinten in die Basis, wo mich die Türme nicht erreichen. Gut. Sobald mein Trupp Horrors da ist, gehe ich hier auch nach vorne. Und meine Reliquie in der Mitte ist jetzt eingenommen. Was immer ihr wünscht. Ja, ich spare jetzt, glaube ich, mal für den Cybot. Der macht halt ein bisschen mehr Gebäudebums. Das ist richtig. So. Bisher kommt hier aber nichts von dem Tau, keine zusätzlichen Einheiten. Doch, da ist jetzt wieder eine Baueinheit fertig geworden, aber die reiße ich natürlich sofort ab. Da stehen nur Chimären, was zum Geier? Das ist der berühmte Chimären-Rush, noch nie davon gehört? Nee, eigentlich nicht. Warum bloß? So doof, dass ich meine Horrors so weit vorn gespawnt habe, dass die... Ja, die Chimären, die gehen da jetzt richtig den Bach runter gegen meine Horrors. Ja, ich bin auch nicht überzeugt von der Strategie, muss ich persönlich sagen, aber... Ich meine, die machen schon Schaden so, aber halt nicht den Schaden, den ich denen mache. Das würde ich wohl unterschreiben. Aber es ist mir gerade ein bisschen zu teuer, da jetzt in die Base-Verteidigung reinzurennen, vor allem weil der da hinten jetzt auch Feuerkrieger stehen hat, anstatt dass er sich um seine Basis kümmert. Ja, stattdessen rüstet er jetzt den Turm auf und denkt, dass er mich damit jetzt auf Abstand halten kann. Meine Landspeeder wird er damit auch kriegen, aber ich bin gerade mit dem ersten Cybot einfach nach vorlatschen und dann werde ich den zweiten direkt auch hinterher schieben. Ja, klar. Ich halte mich jetzt mehr erstmal ein bisschen defensiv und werde versuchen, ein bisschen hoch zu tacken. Ist vielleicht auch für euch nicht schlecht, dann geht das Spiel ein bisschen länger. Ich habe ja hier jetzt relativ, viel Armee auf dem Feld. Ich habe nur den Chaos-General halt jetzt nicht gebaut, sondern stattdessen einen zweiten Trupp Chaos Space Marines. Er schien mir irgendwie auf der kleinen Karte dann doch nicht schlecht. Wenn der Commander gekommen wäre, hätte ich jetzt natürlich ein Problem gehabt. Du kannst deinen Landspeeder da eigentlich rausziehen. Du schaffst es eh nicht, die Baracke da einzureißen. Ich weiß, so, halt, da habe ich eine Bauernheit gefunden und die baut den Weg zur Erleuchtung. Ja, das finde ich gerade gar nicht so knorke. Oh, der hat noch nicht mal den Weg zur Erleuchtung gebaut, den Tech? Nee. Ja, die Bauernheiten kann man auf jeden Fall mal rausschießen. Finde ich eigentlich auch. Der baut jetzt nur noch Bauernheiten, weil er hofft, damit den Weg zur Erleuchtung fertig zu kriegen. Das ist natürlich auch eine interessante Taktik. Das erklärt natürlich auch, warum von dem jetzt irgendwie noch nicht so wirklich was gekommen ist. Du meinst an stärkeren Einheiten? Ja, der kann halt im Moment nur Feuerkrieger bauen, ne? Spätestens wenn du halt da den Cybot hast, dann guckt der halt blöd, weil damit ja, haust du jetzt da auch und Feuerkrieger jetzt machen dem kaum Schaden. Naja, vor allem reiße ich mit dem Cybot den Weg zur Erleuchtung ab. Boah, zwei Cybots, ja. Der hat halt nichts gegen Fahrzeuge. Ich meine, wenn er Glück hat, hilft ihm sein imperialer Kumpane da. Den ich ja derzeit so ein bisschen in Ruhe lasse, weil ich lieber meinen zweiten Tech mache und dann Besessene rausbringe, um mir die Gebäude vernünftig einzureißen. Also kann sein, dass da gleich ein Sentinel rüber gelatscht kommt. Sieht aber derzeit nicht danach aus. Und er kann halt nichts... Gut, doch, da kommt der Sentinel, okay. Ja, aber es sind halt immer noch fucking Cybots, ne? Ja, also der Sentinel... Weg zur Erleuchtung ist gecancelt, ich gehe jetzt die Barracks noch einreißen. Und dann ich sehe es gerade, also dein Spiel da oben ist gerade interessanter als meins, deswegen bin ich hier gerade mit dem Fokus. Gut, der hat jetzt auch den Kommandotrupp raus. Jetzt wird sich das ja schon fast lohnen, da nochmal in die Basis reinzulaufen. Ja, mach du mal. Ich schieb jetzt gerade noch einen dritten Cyborg hinterher und ich bin jetzt auch dabei, meinen Tech mal anzustoßen und ja, jetzt schauen wir mal. Ja, wollen wir heute noch? Ach nee, der ist betäubt. Jetzt verstehe ich ja, was hier abging, warum der keinen Schaden mehr gemacht hat. Der Cyborg oder was? Ja, genau. Hat der jetzt zwei Cyborgs von dir da oben weggeschossen? Nein, einen, den zweiten jetzt auch, ja. Ja, inzwischen stehen da schon zwei, drei Sentinels, ne? Aber wir haben gleich den Tech-Vorteil, also... Ach ja, ich brauche halt zusätzlich irgendwie noch ein paar... Ja, ich reiß jetzt hier noch den Punkt ein, den einen, und dann ist gut. Ja, ich hau gleich dann meine Kaiwalks aufs Feld. Ja, da stehen jetzt drei Sentinels.
Ja, die gucken halt gegen meine Besessenen gleich trotzdem blöd aus der Wäsche. Ja, ist richtig. Das Hauptproblem ist nur, ich muss mir jetzt ein bisschen was einfallen lassen, was ich dagegen mache, ne? Weil wenn die jetzt in meine Basis gerannt kommen, dann wird das ein bisschen uncool. Das stimmt, dann droppe ich dir da Horrors. Hast du welche bereit? Ja, habe ich. Theoretisch? Okay. Ich kann auch eigentlich die anderen mal wieder einladen, finde ich. Das wäre tatsächlich einladend. Ja, mache ich gerade. So, Besessene kommen. Wie er einfach nonchalant meinen grauenvollen Witz überhört hat. Ja, da gehe ich gar nicht drauf ein. Okay, der ist in der Mitte jetzt. Ne, der will seinen Baneblade rausbringen. Ja, sehe ich gar nicht ein. Kann er voll vergessen. Der Baneblade! Da lade jetzt meine Horrors und dann kann er mit dem Buckel runterrutschen. Erinnerst du dich noch an dieses Kaibox kommt ja natürlich. Rap-Musikvideo? Natürlich. Battle Brothers, Brothers. Oh, legendärer Dawn of Warshit. Dieses Spiel, das hat schon einige lustige Memes im Laufe seines Bestehens So, hervorgebracht. ich gehe jetzt hier Sentinels schreddern. Baneblade Tschüss, schreddern. danke. Würde ich gerne Hoppala. behalten. Was willst du gerne behalten? Die Reliquie. Also, ja, Den ich platt verstehe ich. bekomme, weil ich den praktisch sofort. Ich glaube, da halt zwei Trupps vorausgedroppt und dann, dass ich da halt verzogen. Ihr habt das wohl gesehen. So, Kaibox sind auch fertig. Sobald die Besessenen da sind, gehe ich hier unten nach vorne. Sehe ich gar Traumhaft, nicht ein. mein Sehe ich gar nicht. Orbitalrelais. Sehe ich gar nicht ein. Mein Orbitalrelais ist jetzt auch fertig, Relais. samt Relais, genau, samt Grey Knights und Commander für den Orbital Strike. Der Die werden orbitale jetzt auch. Strick. Oh Gott. So, von mir kommt Meinst jetzt du hier der Außenposten wieder aufgebaut. da kann man einem den Stick draus drehen? Den Strick. Ja, also halt einen So. orbitalen Strick, aber. Danke sehr. Ach, ich habe das richtig vermisst, wie lustig over the top die Space Marines doch waren. Lobet den Imperator! Ja, sicher dat. Lass mich mal kurz hier das Ding fällig bauen, aber gleich lobe ich den Imperator so sehr, dass, wie du noch nicht gesehen hast. Genau das. So, das ist mein Chaos-Hexer jetzt auch fertig. Wie schön. Trischik. Ich baue jetzt ein paar Terminatoren. Und dann rasieren wir die richtig. Kennst du Untenrum. die? Oh. Besser nicht, bei den ganzen Virgins, die hier rumlaufen, ist das ein ziemlich haariger Dschungel, durch den man sich da kämpfen muss. Da braucht man schon Flammenwerfer. In dem Spiel meint er jetzt nicht unter unseren Zuschauern oder so. Ja, wenn unsere Zuschauer aus Holzhausen spielen, dann sind die auch mit einbegriffen. Alle. Sofort. Dieses So. Spiel wird grundsätzlich nur von haarigen Virgins gespielt. Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe jetzt zwei Terminatoren-Teams, einen Cybot, das Team mit dem Commander und den Grey Knights zum Droppen fertig. Ja, jetzt mache ich hier noch so ein paar Tech-Verbesserungen und Was? anschließend Der würde ich mit. spottet mich? Du Penner. Ja, willst du da mal vorgehen? Ich bräuchte halt ein bisschen Spots zum Ja, Droppen. ich gehe sofort vor. Lass mich eben kurz bitte noch meine Besessenen ein bisschen hochspielen und dann. Gehe leichten Fußes und trage eine große Waffe. Ich warte jetzt eben, bis sein Spot da vorbei ist. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock, dass der genau sieht, was ich tue. Keinen Bot, ja. Schade, dass du keinen Bot mitgebracht hast. So. Wäre doch so angenehm gewesen, das Spiel jetzt ohne Mitwirken von uns Da selber ist auch der spielen zu erste können. Predator fertig geworden. Da ist ja voll Knorke, Alter. Apropos Predator, soll ich jetzt auch Predator bauen? Ja, ich baue jetzt auch mal einen Predator. Geile Scheiße ist das. Geile Scheiße, geile Scheiße, geile Scheiße. Zicke, zacke, zicke, zacke. So. Ja, wir haben da halt am Anfang ganz gut Schaden gemacht und ich glaube, wirtschaftlich stehen wir halt besser da. Wir haben halt die Ressourcenhoheit hier auf der Karte. Ach, mach Sachen. So, da Du kommt ein glaubst nicht. Kommandotrupp nach vorne gelaufen. Ja, und da hinten stehen irgendwelche Chimären. Nicht Basilisken stehen Chimären. da, ja. Ja. Das andere imperiale Oh, Fahrzeug. Artillery Strike. Nice. Der kam gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Das muss ich mal neidlos anerkennen. So. Okay, ich drop da jetzt mal. Ach, ich habe Geistkampfanzüge in der Basis. Das ist natürlich jetzt richtig uncool. Was kann er bei denen mal infiltrieren? Die Saroschädel, ne? Ja. Das ist jetzt überhaupt nicht nett, Alter. Können die Grey Knights infiltrieren? Ne, können die nicht, oder? Nee. Wie viele? Haben die schon den zusätzlichen Gebäudeschaden raus? Ja, haben sie. Nix. Naja, das passt schon. Ich werde jetzt das Orbitalrelais verlieren, aber dann ist ja auch Feierabend. Was soll denn der Könnte Rotz? man meine restlichen Armee hier hochziehen eigentlich. Ich habe meine Reliquie verloren, was zum Geier, aber dafür habe ich den Imperialen jetzt für die ganze Stellung weggerissen schon.
Ah, okay, ja gut, dann komme ich da jetzt mal runter mit meinen Tamis. Nicht, dass du die jetzt bräuchtest, aber... Oh, da hinten sind ein Riesenhaufen Feuerkrieger. Ja, ich bin wie gesagt gerade mit den Tamis am Droppen. Tamis sind da. Ja, meine Besessenen machen da jetzt aber auch Stunk. Das klingt doch voll gut. Oh, aber die Besessenen in den Feuerkriegern, die rennen nur noch. Obwohl nur noch 4 von denen am Leben sind, aber es ist halt egal. Gebt auf und tut Buße. Ich schaff das gerade aber eigentlich ganz gut, sich sogar da oben noch auszubreiten, also... Okay, so, ich baue jetzt hier weiter. Können wir bitte die Basilisken da mal, den Basilisken mal erstmal einreißen da hinten? Ja, das lässt sich wohl rangieren. Angieren? Was? Arrangieren war das Wort. Die haben es echt geschafft, meine Besessenen rauszuschießen. Wie gemein ist das denn bitte? Frech. Ja, aber wirklich. Hat es einer aufgegeben? Nö. Er hat nur GG gesagt. Die reparieren da hinten das Gebäude. Auch das ist frech. Okay, hier oben haben wir jede Menge Feuerkrieger. Das ist jetzt irgendwie auch nicht nur lustig. Drop da mal einen Cybot rein. Und weil es so schön ist, gleich noch einen. Klingt gut. Bevor du mich fragst, wie ich 2 Cybots auf einmal droppen kann, das ist Betriebsgeheimnis. Ja, der eine war schon fertig. Ja, richtig, genau. Praktisch. So, da kommt das. War das dein Orbitalis? Ja, welches denn sonst? Das ist natürlich ein bisschen lustig. Ich kann da nicht drüber lachen. So, macht sie nieder. Wir haben hier wieder infiltrierte Geistkampfanzüge. Ja, ich habe leider keinen Chaos-Hexer mehr da vorne. Ich kann höchstens mal meinen... Ja, ich hau da jetzt mal diesen Psi-Sturm rein und ein paar Servostädel habe ich auch noch. Die könnte ich da eigentlich auch mal hinschicken. Gebt auf und tut Bussi. Alter. Junge, feuer doch mit deinen blöden Maschinenkanonen da drauf. Wofür hast du die denn? Sind sie eigentlich mit dem Besessenen wieder fertig? Nein, warum auch? Ich habe jetzt endlich die Geistkampfanzüge infiltriert. Ja, ich sehe es. Also eigentlich sehe ich es nicht, weil die sind schon alle tot, aber... Ich konnte es erahnen, sagen wir es so. So, jetzt ist mein nächster Predator auch da. Ja, ich droppe jetzt hier einfach nur noch Cybots, kein Bock mehr auf den Rotz. Was? Ich kann meinen Typen den nicht in dem Trupp nicht hinzufügen? Was soll das denn? So, ja, so viel zu meinen Grey Knights. Der Glaube besteht ewig. Ja, immer dieses großkotzige Gelaber, Alter. Ich kann den Rotz so langsam nicht mehr hören. So, da kommen meine Besessenen wieder nach oben gelaufen. Ne, ja, wir haben da schon jetzt doch mehr krepiert, aber gut, wir sind halt. Wir mussten halt in die befestigte Basis von dem Imperialen reinrennen. Wir hätten eigentlich bei dem Tau reingehen sollen. Das wäre einfacher gewesen, glaube ich. Nicht nur so ein bisschen. Einiges an Ärger gespart. Übrigens, hier oben haben wir wieder infiltrierte Geistkampfanzüge. Besessene Geistkampfanzüge werden mich nicht so stören, aber... Ich habe jetzt auch den Chaos-Hexer da. Ja, ich habe aber auch wieder Servo-Schädel dabei. Ich baue jetzt einfach nur noch Cybots, das reicht auch. Warum bewegen sich meine Besessenen nicht da hoch? Seid ihr blöd? Das fragt man sich. Ach, ich habe gar keinen Chaos-Hexer fertig, was erzähle ich denn? Ach, mein zweiter Predator da oben ist krepiert, auch schön. Ich kann nicht mitbekommen. Verfügt über mein Wissen. Ja, kannst du mir einen Masterstudienplatz irgendwo, keine Ahnung, besorgen? Also einen Praktikumsplatz irgendwo im Imperium, ich weiß nicht. So, nice. Das war doch eine erfolgreiche Runde. Wieder mit Chaos auf meiner Seite. Irgendwie, wir spielen ja Random Races, aber leider nicht so abwechslungsreich, wie erhofft, offenbar. Kampf beenden. Gucken. Ja, da habe ich militärisch minimal besser abgeräumt als du. Ein paar mehr Einheiten vernichtet, aber dafür auch deutlich mehr Einheiten verloren. Deswegen nur 5 Punkte besser als du. Ja, und vor allem habe ich mehr Ressourcen gesammelt. Ja, ressourcentechnisch hast du mich ziemlich an die Wand gespielt, das stimmt. Gut, ich habe halt meine... ich kann ja leider die Karte jetzt nicht mehr anzeigen. Ich habe halt meine Horchposten noch nicht mal alle aufgebessert gehabt. Ich habe halt stattdessen eine Armee rausgebracht.
Du hast wahrscheinlich jetzt inzwischen auch schon alle mindestens mit der ersten Verbesserung, teilweise mit der zweiten gehabt, oder? Die Außenposten hatte ich alle mit der ersten Verbesserung und vor allem hatte ich halt alle, also die erste und die zweite Ja, Anforderungsenergieverbesserung. gut, stimmt, du hast ja super viele Fahrzeuge rausgehauen. Ich hatte die erste für. Ich habe noch nicht mal die erste für Energie gemacht, glaube ich. Naja, war aber eine erfolgreiche Runde und auch relativ spannend dann irgendwie so am Anfang mit dem Vor und Zurück bei mir. Wobei, also auf meiner Seite war das halt eigentlich relativ solide die ganze Zeit, relativ sicher. Ich habe halt vorne den Punkt eingenommen. Dann hat der halt irgendwie mit diesen Chimären irgendwie versucht, Schaden zu machen. Da haben meine Horrors halt ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und danach hatte sie eigentlich kaum noch rausgetraut, bis wir dem am Ende da gemeinsam die Basis eingerannt haben. Aber trotzdem, Indeed. solides Spiel. Vielen Dank an die beiden fürs Mitspielen, sofern sie dieses Video irgendwann sehen sollten. Ich vermute mal aber eher nicht. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Bye bye.